Mir wird klar, du gehörst nicht zu ihnen. Und du gehörtest nie zu ihnen. Sie haben dir immer distanziert und förmlich das Leben schwer gemacht. Sie nehmen dir alles weg. Das sagten sie damals und sie taten es dann auch. Erst nehmen sie dir deine Würde und dann das Vertrauen zu anderen Menschen. Sie nehmen dir deine Gesundheit und deine Arbeitsstelle. Das alles, weil du kein Sklave sein willst, noch kein Vollegoist werden willst. Du willst nicht werden wie sie. Und in jeder Phase deines Lebens waren diese Kriminellen an dir dran. Und sie sind gnadenlos. Sie spielen dir Freundschaft vor. Dabei sind sie nur darauf aus, dich zu zerstören. Sie würden dich abzocken und dann alleine lassen. Sie bleiben alle fremde Menschen für dich. Das nicht, weil du sie nicht als gleichberechtigte Menschen akzeptiert hättest oder sie mit Gefühlen und guten Zusprüchen überschüttet hättest. Nein, weil sie haben keine Gefühle für dich. Sie verspotten dich und sie haben keinen Respekt oder keine Achtung vor dir oder überhaupt vor einem Menschen. Man ist mit ihnen immer alleine, weil keiner dich anspricht oder ein Gespräch auf Augenhöhe führen will. Sie sind die Herrschaften, sagten sie. Aber sie sind die kriminellsten Verbrecher, die es gibt. Sie stehlen dir alles und nehmen auch noch dir das letzte Kleidungsstück und lachen dich dann aus. Sie wollen dein Geld und dass du ihnen gehorchst. Es ist eine Bande von Räubern, die sich ein Opfer gesucht hat. Und du bist ihr Opfer. Wenn sie ihr Opfer nahezu zerstört haben, dann wollen sie, dass sich das Opfer umbringt. Du gehörst nicht zu ihnen. Das zeigten sie dir ein Leben lang und du konntest es nicht wissen, weil sie dir eine zwar geschäftliche, förmliche und distanzierte Welt vormachten, aber doch so viel taten, dass du nicht weglaufen würdest oder andere Menschen suchst, die zwischenmenschlich und materiell dich achten und respektieren würden. Nach ihrem Clou mit dir ziehen sie sich zurück von dir, weil sie nichts mehr von dir abzocken können. Du bist dann alleine und geschädigt in deiner Psyche und in deiner Gesundheit. Du wirst schwer wieder auf dein Leben kommen.